Ja, wir haben ja immer betont, dass wir noch zwei Positionen besetzen wollen. Das ist einmal im zentralen Mittelfeld und einen Rechtsverteidiger, den wir noch dazu nehmen möchten. Wir haben auch immer betont, dass es durchaus noch ein bisschen dauern kann, bis wir unseren Kader dann auch wirklich vollzählig haben. Das ist einfach die Situation am Markt, mit der müssen wir umgehen, werden da auch nicht nervös. Benjamin Hinrichs wird immer wieder genannt als Neuverpflichtung. Wie realistisch wäre so ein Transfer von Monaco? Ist er nicht gerade günstig dahin gewechselt im letzten Jahr? Ja, ich möchte es so beibehalten wie immer, dass ich zu Namen, die gerüchteweise gehandelt werden, mich nicht äußere und deswegen möchte ich auch zu dem Namen nichts sagen. Ja, wir haben immer betont, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen noch was machen müssen. Gerne auch ein Spieler, der flexibel verschiedene Positionen spielen kann. Aber wir haben immer auch betont, dass es dass wir realistisch sein müssen, aber dass wir natürlich auch hohe Ansprüche haben an die Spieler, die wir verpflichten möchten. Und das muss natürlich übereinkommen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wir arbeiten dran. Bei Michael Gregoritsch ist so ein bisschen die Luft raus. Ist das Ding jetzt vom Tisch? Auch da habe ich mich ja nie positioniert, nie dazu geäußert. Auch da ist ja viel darüber berichtet worden, geschrieben worden. Was davon der Wahrheit entspricht, das überlasse ich dann den Journalisten, das zu bewerten. Wir haben immer wieder betont, dass natürlich unser Wunsch ist, so schnell wie möglich den Kader auch komplett zu haben. Aber man muss sich eben halt auch, sag mal, den Realitäten stellen. Da tun sich eben dann auch am Ende der Transferphase auch mal Chancen auf, mit denen man vielleicht jetzt oder im Mai vielleicht noch nicht gerechnet hat. Und wir müssen einfach abwägen, was ist uns wichtiger, den Kader so schnell wie möglich zusammen haben. Das wäre kein Problem, das im Mai zu realisieren. Aber dann wird man vielleicht Spieler verpflichten, von denen man nicht hundertprozentig überzeugt ist. Und das ist dann uns doch wichtiger, als möglichst schnell dann auch den Kader zusammen zu haben und vielleicht die öffentlich vermeintlich erstmal beruhigt zu haben, weil man dann was getan hat. Wir werden nichts tun, von dem wir nicht zu 100% überzeugt sind. Und wenn das jetzt zeitnah klappt, umso schöner. Wenn nicht, müssen wir eben halt auch ein bisschen Geduld haben.